Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Roomie Leute und herzlich willkommen zurück zum diesmal wirklich letzten Part der Story. Zum geheim letzten Level Alperna bewältigt. Ich weiß nicht, wie lang das wird. Ich wurde ein bisschen gespoilert, dass das Level unglaublich heftig sein soll. Wir werden es ja jetzt sehen. 3333 muss ich dafür ausgeben. Let's go. Okay. Hab ihn dran bekommen. Die flauschigen Mitglieder der GmbH können uns nichts mehr. Also, um auf das Finale vom letzten Mal nochmal zu sprechen, weil ich finde, es ist wert, einfach nochmal drüber zu reden. Ich fand den Bosskampf einfach nur mega geil, ne? Auch wenn das Video eine Stunde lang wurde bei mir. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich wirklich was rausgekattet habe. Ich wollte noch zurückspringen, aber es war zu spät. Okay. Du störst nicht. So, einmal kurz Kraft tanken. Den schon mal vorwerfen. Weise Entscheidung. Die waren dadurch gut beschäftigt. Rüber da. Okay, was willst du gerade von mir, Spiel? Sehe gerade den Weiterweg nicht. Ach so, mit einem Supersprung, okay. Aua. Nein! Ich will leben! Ich darf leben! Boah. Okay. Mann, ich will da hoch. Zieh mal auf den. Zieh auf den Kleinen. So, tschüss. Na gut, für 3300 Punkte muss das Level ja auch irgendwo schwierig sein, ne? Los geht's! Dreht sich das Ding wieder? Nee. Ich fährt mal ein bisschen vor. Das sieht mir nach einer Kampffläche aus.
Ich sollte auch recht behalten, gewissermaßen. Um Gottes Willen, ich muss an der Plattform bleiben. Vollladen und hüpfa. Um Gottes Willen, es dreht sich. Ich hab nicht mal den Boden gesehen, ne? Ich hab beliebt. Ich schwöre, dass ich den Boden nicht gesehen habe. Nein, ich habe die Plattform verfehlt. Okay, Leute, ich bin wieder hier. Es hat mich ein paar Versuche gekostet, weil ich diesen Rückwärtssprung beim zweiten Mal, oder sagen wir mal beim zehnten Mal, nicht so hinbekommen habe wie davor. So, nicht daneben hüpfen. Das Gemeine ist, dass dieses Level keine Checkpoints hat. Das ist wirklich mega fies. Ich färbe ein bisschen vor. Ich bin wieder hier, Leute. Ich weiß aber nicht, ob ich darüber glücklich bin. Treffe ich rein zufällig die Wand da unten? Nö. Oh, ich hatte Angst. Das hier ist auch nicht viel angenehmer. Vor allen Dingen, die werden, glaube ich, glatt gewaschen, sobald ich unten bin, ne? Also, sobald die unten sind. Nee, die behalten ihre Farbe. Okay, ich färbe die erst vor. Das wird ein bisschen dauern. Ich mache mal kurz einen Cut. Okay, Leute, ich glaube, viel besser kriege ich die Platten nicht mehr gefärbt. Dann geben wir mal unser Bestes. Geschafft. Bitte zu einem Checkpoint. Ich habe, glaube ich, endlich einen Checkpoint. Nein.
Okay, wo tauchen die nächsten Ziele auf? Da. Das war knapp. Um Gottes Willen. Nein! Okay, Leute, wir haben aber einen Checkpoint. Oh, ich hab's mal hier vorbei geschafft. Einfach nur in eine Richtung ziehen, okay. Wie gesagt, dass das gewesen ist. Wieso ist denn am Mist gesprungen? Warum? Ich hab nicht mal nach links gedrückt. Okay, bitte spring nach vorne. Danke. Ich sollte auf die Bomben eventuell gehen. Ich glaube, da ist eine Ziellinie. Oh! Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Ey Leute, ich habe dafür jetzt 20 Minuten gebraucht, ne? Und wieder ein neues Level-Up-Teil. Und er sagt mir nicht, ich würde nicht für meine Zuschauerschaft leiden. Mach den erstmal kaputt, ey. Okay, das ist bisher easy. Wo ist der nächste Block? Och nö, sag nicht. Ich muss so arbeiten. Na gut, aber das hier ist wesentlich weniger anstrengend als das davorige. Sicher, sicher. Nein. Okay, ich muss jetzt warten, dass der Boden unter meinen Füßen verschwindet. Ja, mit dem Gatling-Typen, das wird unangenehm. Lass den in Ruhe. Ich brauch den noch. Ich hab sonst keinen Boden unter den Füßen. Ihr seid kein Problem. Okay, jetzt fangen die schwierigen Teile an, habe ich das Gefühl. Wo ist mein Boden?
Um Gottes Willen, nein. Ich brauche Timing und Geschwindigkeit. Kann es sein? Ich muss wahrscheinlich jetzt ultra hart sprinten. Ja, ignoriere die Gegner. Heißt es wohl. Ihr aus mich! Und nochmal von vorn. Wir sehen uns da hinten wieder. Ich habe nicht mehr mit einem Checkpoint gerechnet. Okay, ich sehe schon, wie diese Platten da verwendet werden. Die sind aber auch eindeutig. Muss zurück. Ich hatte an diesen Rückwärtssprung nicht gedacht. Aber ganz ehrlich, den würde ich auch sofort vermasseln. Ich sitze hier schon eine Dreiviertelstunde an dem Level, Leute. Oh, nee, nee. Och, nö. Erstmal das Ding weg. Ah, okay. Ich sehe, wie das gemacht werden muss. Erstmal gucke ich, dass ich hier rüber komme. Dann nehme ich den weg. Sodass der dann wieder durch kann. Okay. Ich hab getroffen. Jetzt muss ich nur diese Plattform treffen. Ich scheiß auf die extra Punkte, ganz ehrlich. Noch ein Gebiet. Oh, das scheint aber das letzte Gebiet zu sein. Okay, wir haben das letzte Gebiet erreicht. Das ist wahrscheinlich ein komplettes Kampfgebiet, oder? Ja, gegen die Oktolinge. Oder könnte man sie Bärlinge nennen? Tatsächlich sind die aber am einfachsten, weil die kann ich ablenken. Ich töte die einfach instant. Okay, einfach vorstellen, du wärst in einer Online-Runde. Dann schaffst du das schon, Shiny.
So, wo spawnen die? Das waren nie und nimmer alle. Sonst würde mir das Spiel doch nie hier nicht nochmal eine Ultrawaffe geben. So, einer weg. Noch einer weg. Das glaubst du doch selber nicht. Die Map verändert sich nur. Nee. Als ob die auch Ultrawaffen bekommen. Ihr kennt es ja, Cut. Okay, zwei weitere weg. Noch einer weg. Nur noch drei. Zwei. Okay, nur noch einer ist übrig. Ich hoffe, das war jetzt wirklich die letzte Welle. Es scheint das letzte gewesen zu sein. Ich hab's geschafft, Leute. Alter, war das anstrengend. Ich habe jetzt eine ganze Stunde gebraucht, um das hier zu schaffen, Leute. Kein Kommentar dazu. Dafür habe ich das gemacht, für diese Titel und für Bärenöhrchen. Ich hab's für Bärenöhrchen getan, Leute. Und wir haben noch einen Alterna-Lock bekommen. Lock Echse. Ich brauche einen kurzen Moment. Ich habe echt eine Stunde daran gesessen. Ihr habt so viel nicht gesehen, weil ich es rausgeschnitten habe. Aber das war anstrengend. So, ich lese dann jetzt das letzte Lock vor. Dann haben wir das Spiel auch endgültig durch die Story. Als die Menschheit die Welt das erste Mal ins Verderben stürzte, war es nicht nur sie, die sich retten konnte. Andere flohen ebenfalls, wenn auch nicht nach Alterna, sondern ins Weltall. Die Arche Polaris, eine letzte Sekunde gewartetes Raumschiff, barg unzählige Tierarten im Kälteschlaf, die im weiten All ein neues Zuhause finden sollten. Fernab der unwirtlichen Erde. Überstürzter Abflug schien das Glück der Arche Polaris nicht zu trüben. Der Flug verlief komplikationsfrei zum Rand des Sonnensystems. Hier wurde das Schiff von einem Trümmerteil getroffen, welches das Navigationssystem zerstörte. Die Crew treteten eilends bei, konnte die Erde jedoch nicht erreichen. Ohne einen Tropfen Treibstoff trieb die Arche 10.000 Jahre lang im eisigen All. Äonen vergingen, mit der Zeit verließ die Arche Polaris ihren instabilen Orbit und wurde von der Erdanziehungskraft erfasst. Alle Wesen an Bord starben, als der Aufprall kam, bis auf eines. BR03, ein Bio-Experiment, hatte auch im Kälteschlaf seine Hirnaktivität nicht eingestellt. 12.000 Jahre lang hatte er geträumt, gegrübelt, geplant. BR03, endlich erwacht aus seinem ewigen Schlaf, erkannte die furchtbare Wahrheit. Er war mitnichten auf einem neuen Planeten gelandet. Dies war die Erde, und doch könnte sie in seiner altbetrauten Heimat nicht weniger ähneln. Kreaturen der Meere hatten sie zu ihrem Reich gemacht.
Kein einziges Säugetier, weit und breit zu sehen. Mit Navigationsinstrumenten der Arche Polaris suchte Bär 03 vergeblich nach Artgenossen, bis er schließlich auf Alterna stieß. Und in dessen lebensfeindlicher Ödnis machte er eine Entdeckung, die Kristalle. Einst Licht- und Lebensquelle Alternas machte Bär 03 die nun ungenutzten Flüssigkristalle zum Subjekt seiner Forschungen. Jahrtausende des Träumens hatten sein Geist mit dem dazu nötigen Wissen gefüllt. Der Durchbruch sollte Bär 03 gelingen, als er ein Amalgam aus Flüssigkristallpartikeln und seinen eigenen Fellhaaren erschuf. Eine Substanz, die jedes Lebewesen auf grausame Art zu Säugetieren machte. Bär 03 wusste sofort, was zu tun war. Die Welt sollte ein Paradies für Säuger werden. Und für niemanden sonst. Er lud das Flauschplasma, wie er seine Schöpfung nannte, in die noch intakte Rakete von Alterna. Bärs Plan erforderte abertausende Goldfischeier. Eine unverzichtbare Ingredienz bei der Flauschplasma-Synthese. Genaues dazu kann ich in meiner Datenbank nicht finden. Doch Bär 03 wusste eine perfide Lösung. So. Und der Entdeckmantel einer Firma, der Bär GmbH, ließ er als Herr Bär andere Untergefahren für Leib und Leben nach den Goldfischeiern suchen. Und er zahlte gut dafür. Unzählige arglose Inklinge und Ockelinge hatten Herrn Bär ermöglicht, gigantische Mengen Flauschplasma zu produzieren. Sein finsterer Plan stand kurz vor der Entfüllung. Ihre Kette ist beladen. Bald ist die Zeit gekommen. Okay, das erklärt, warum der Herr Bär überhaupt erst hier das alles machen wollte. Ein bisschen durchtrieben, aber dennoch eine richtig interessante Hintergrundgeschichte. Und auch richtig dark. Okay, Leute. Wie gesagt, das war der Story-Modus und an das geheime Level. Mit einer sehr interessanten geheimen Lore. Hat sich gelohnt, finde ich. Ich fand den Story-Modus mega geil. Ich habe ja schon gesagt, dass ich vor allem den Endkampf ultra nice fand. Wenn ich die Bosskämpfe ranken soll, kommt der Bär-Boss auf jeden Fall auf Platz 1. Ich würde sagen, Marco, also hier der Hai, auf Platz 2, dicht gefolgt von dem Mantaro, weil der speziell war. Dann die Muren und dann auf dem allerletzten Platz die Geroctario, weil der viel zu früh gefühlt kam und weil der viel zu einfach gefühlt war. Mantaro war zwar auch einfach, aber er war wenigstens sehr interessant. Allem allem, finde ich, ist der Story-Modus wirklich gut gelungen. Die Geschichte, Weltklasse. Ich freue mich auf jeden Fall, dieses Projekt gemacht zu haben. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder, würde ich sagen. Es gibt noch ein Bonusvideo, das wird aber nicht zur Story hinzugezählt, sondern zu den Online-Runden. Das werden die Kartenkämpfe sein. Also sage ich hier, ciao und bis zum nächsten Projekt. Und vergiss natürlich nicht, ein Abo und ein Like dazulassen. Tschüss!